Was habe ich gerade frei beim Brötchen? Und somit guten Tag und willkommen zu einer kleinen Runde. Ich sammle Bären am Straßenrand. Aus Langeweile und was weiß ich nicht was. Und ja. Weißt du, dass das die beschissenste Einleitung war, die ich jemals gemacht habe jetzt? Na, egal. Auf jeden Fall willkommen zurück in Total der Tech of DB Team. Fantasielos. Ja, keine Ahnung. Heute ist nicht mein Tag. Aber das hatten wir ja schon. Auf jeden Fall willkommen zurück in Attack of the B-Team mit Junalia und mir, den Romiat. Ja, was haben wir für diese Aufnahmesession vor? So einiges, ehrlich gesagt. Also, ich werde jetzt gleich mal euch unser zweites Hochhaus zeigen, was ich dann doch offscreen gemacht habe. Weil ich halt finde, dass es zu langweilig geworden wäre, wenn ich ja stundenlang an einem und denselben Fleck gebaut hätte. Also, es hat sich wirklich dann immer in die Höhe gezogen. Haha, Hochhaus und so, ne? War besser wie die Einleitung, naja, egal. Auf jeden Fall. ja, das Hochhaus steht, das zweite. Mr. Padono hat ein drittes Hochhaus angefangen. Boah, ich habe irgendwo ein Skelett, aber nicht hier drin, zum Glück. Sodass die Gegend auch langsam wächst. Und ich hatte in dieser Aufnahme vor, mich an die Polizeistation zu wagen, die wir ja auch angefangen haben, beziehungsweise ja den Untergrund schon mal gesetzt haben. Wir haben noch so ein paar Ideen, was Gebäude angeht, aber da würde ich euch auch wieder bitten, wenn euch noch irgendwas einfällt, was ihr unbedingt vielleicht haben wollt und man es so einigermaßen umsetzen kann, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Es hat ja schon ein paar Mal gut geklappt. Und ja, wir geben unser Bestes, was das Zusammenschustern dann angeht. Hast du hier die Kettenrüstung eingetan? Ja, die habe ich gerade eben von dem Zombie-Fritzen da bekommen. Okay. Toll, ja. Wo ist das Hemd? Du hast bloß eine Mütze mitgebracht und eine Hose. Ja, Hemd und so weiter gibt's nicht. Kann man die reparieren? Bestimmt. Ich weiß aber nicht mit was, ob mit Eisen oder ein bisschen rausrühren. Wir können sie bloß einschmelzen und Stahl rauskriegen. Okay. Ja, ja, wie gesagt, Gebäude haben wir noch so ein paar, die wir selbst auch bauen können. Das wäre zum Beispiel in der Westernstadt ein Windrädchen. Da hapert's halt an den Windrad selber, wo ich halt gerade eben noch gesagt habe, ich werde mal gucken, dass ich das vielleicht mit Blöcken irgendwie hinkriege. Meinst du nicht, es reicht schon, wenn wir das eben per Telefon gehört haben? Ja, dass ich hier wollte ich noch einen Helikopterlandeplatz hinbauen, hier an Flughafen selber, wo ich noch gucke. Helikopter werde ich auf jeden Fall diesmal selbst gestalten. Hier haben wir noch massig Platz. Hier wollte ich eventuell ein, zwei, drei Häuschen hinsetzen. Aber wir haben hier noch so viel Platz, wo ich überlege, was wir da eventuell noch hinmachen könnten. Wenn euch da noch irgendwas einfällt, so altstadtmäßig in der Nähe vom Fischer, dann ne, raus damit, schreibt es in die Kommentare. Und wir versuchen es dann, wie gesagt, umzusetzen. Magierturm und so weiter steht ja. Ja, wie gesagt, hinten Westernstadt, da fliege ich jetzt mal hin. Was braucht man einen Analysierer? Zum Analysieren, keine Ahnung. Wir haben hier so viel Zeug und wir wissen nie, was wir damit auch machen können. Ja, hier haben wir die kleine Kapelle gebaut, hier haben wir den Friedhof. Jetzt haben wir überlegt, hier noch ein kleines Windrädchen so ein bisschen hinzustellen. Da vorne ist das Fort, da wart ihr beim letzten Mal dabei, wie wir das hier hochgezimmert haben. Ja, da hinten eine kleine Farm, wobei man überlegen könnte, das Windrad irgendwie hier oben hinzustellen. Ja, müssen wir gucken. Ich hatte noch überlegt, so ein kleines Sheriff-Office hier abseits ein bisschen hinzuklatschen. Aber zum kleinen Gefängnis hatte man ja, wer Lucky Luke und so weiter kennt, der weiß, was ich da meine. Und jetzt fliegen wir mal zurück Richtung Hochhausgegend. Ihr seht, ich habe schon ein paar Sachen unten im Inventar, die ich gleich für die Polizeistation verwenden werde. Einmal hier diesen Eisengitterzaun für die Gefängniszellen und die Eisentüren für die Zellen selber. So. Und übrigens nächster Livestream. Ich weiß nicht, wann diese Folge hier rauskommt. Auf jeden Fall einer der Livestreams wird endlich soweit sein, dass ich Chat und so weiter alles im Auge habe. Ich habe endlich meinen zweiten Bildschirm. Und ich habe es endlich aufgestellt. Ja, Ständer kam heute an. Das heißt, alles dürfte so weiter funktionieren. Soweit funktionieren. Und ja, ich hoffe oder bin da guter Dinge, was es angeht. Müssen wir dann halt mal gucken. Ja, warum ich das hier noch nicht ganz fertig ausgeschüttet habe, liegt daran,
Ich muss halt gucken, wie ich das Ganze hier noch gestalte. Da brauche ich ein paar Säulen und ein paar, ja, andere Ideen auf jeden Fall. So, und als allererstes werde ich mir ein bisschen Stein einpacken. Ich hoffe, ich hatte noch welchen. Und da hatte ich ihn schon rübergetan. Muss ich mal gucken. Jui. Ja, das auf jeden Fall. Ach, genau. Das ist das Hochhaus von Mr. Padono, was er noch in die Höhe zieht. Hat das Treppenhaus hier ein bisschen anders gelöst wie ich. Und das hier ist mein Kunststück. Ja, wie gesagt, das wäre ein bisschen zu lang gewesen. Ich habe Etage für Etage hochgezimmert. Und ihr seht schon, nicht jede Etage ist ausgestattet. Das haben wir genauso gemacht wie beim anderen Hochhaus. Hier oben habe ich so eine andere Spitze draufgeklatscht, ne? Dass man hier mal was ganz anderes hat. Und hier unten, ne, ihr seht, hier habe ich schon Fahrstuhl. schöne Schilder hingestellt. Hier brauche ich es nur nach unten drücken, zack. Und der Fahrstuhl katapultiert uns weiter nach unten. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, da sind wir in der ersten Etage und ihr seht, hier ist schon ein bisschen Möblerei. Also hier habe ich die Zimmer noch ein bisschen ausgestattet. Und ab der vierten Etage kommt dann praktisch nichts mehr. Und ja, so ist dann hier unser Hochhaus Erdgeschoss auch fertig. Bisschen außen noch ein bisschen Beleuchtung setzen. Ich werde auch später noch die Straße hier verbinden. Ist alles noch in Planung. So, jetzt wollte ich mal hier rüber gehen. Da hinten ist halt unser Eiffelturm. Den haben wir ja beim letzten Mal gemacht. Habe ich hier die Steine drin? Steine habe ich hier drin. Nicht mehr viel, aber es passt. So, jetzt werden wir erstmal die Säulen setzen. Dazu brauche ich hier den Marble. Und zwar, das wird das Gebäude. Da hatte ich dann vor, in dieser Höhe hier eine Säule hochzusetzen. So. Hier, das wird das normale Gebäude. Natürlich wieder Stein falsch gesetzt. Gut, das wird der Eingang. Hier wird nachher noch eine Türe rausgehen. Die braucht gar nicht so groß werden. Komm, machen wir auch eine Zweier. Das hier wird einfach der Trakt für die Büroräume, Empfang und so weiter. Wobei wäre es, glaube ich, hier gar nicht verkehrt, das erste Fenster reinzusetzen. Natürlich genauso wie der Basalt nicht nach. Also müssen wir immer mal wieder ins Inventar gehen und uns den Marble hier nachholen. Dann mache ich hier hinten auch ein Fenster rein. Ja, komm, machen wir auch ein Fenster rein. Gleiche denn hier auf der Seite. Da wie ich zu zwei Seiten Fenster drinne. Und jetzt verbauen wir auch endlich mal hier den Marble. Den haben wir ja so gut wie noch gar nicht verwendet gehabt, außer hinten an der Bibliothek. So, und dann werdet ihr auch sehen, warum wir uns hier den Lapislazuli zurechtgelegt haben. Das Ganze soll ja natürlich auch wie eine Polizeistation aussehen. Und hier oben die Reihe wird definitiv blau werden. Weil heutzutage ja unsere lieben Polizeioutfits in schönen blau, hellblau, was weiß ich nicht, was gehalten ist. Deswegen. Hier dran. So, jetzt sind wir 1, 2, 3 in der Höhe. Machen wir noch eine Reihe. Ja, nächstes Gebäude haben wir uns vielleicht schon überlegt.
vielleicht ein Schwimmbad zu bauen, also wirklich ein großes Schwimmbad. Müssen wir auch noch gucken, ob wir das umgesetzt bekommen oder nicht, weil ich denke, da wird einiges an Material draufgehen. Was wir noch mal so überhaupt umsetzen können. Müssen wir echt gucken. 1, 2, 3, 4. Drei in der Höhe dürften reichen. Dann machen wir hier das Dach rein. Ja, wobei ich sollte vielleicht erstmal Fackeln anhängen. Jetzt haben wir das Alltagsproblem mit den Zombies. Habe ich ehrlich gesagt null Bock drauf. Oder dass mir ein Creeper irgendwas in die Luft jagt. So. Ich da noch eine Etage draus setze, weiß ich nicht. Muss ich gucken, wie sich das mit diesem Übergang da verhält, der auch nachher zur Polizeistation gehören wird. Komplexgebäude erstmal stehen haben. Das ist dicht. Dann gehen wir mal hier raus. Wie gesagt, hier würde ich so eine Überführung ran machen. Und das wird auf jeden Fall lustig werden. Ich halt, wie gesagt, nicht weiß, wie ich Wo das willst du denn Ganze. eigentlich den Gang runterlassen für Straße? Für was? Ach Wo so, ja, willst du? das würde ich halt noch gucken. Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht, wo ich den hinmache. So, habe ich hier 1, 2, 3, 4. Alles klar. 1, 2, 3, 4. Dann geht es langsam runter. Hier würde es, glaube ich, ins nächste Gebäude übergehen. So. Geht ja doch einiges an Lapis drauf, hätte ich gar nicht gedacht. Die Säule hier geht bis hier. Zwei. 3, 4. Und hier wird es in den Komplex des Gefängnisses übergehen. Weiter nach hinten ausbau, das weiß ich wie gesagt noch nicht. Aber wie gesagt, eigentlich wollte ich da Gefängniszellen und auch Duschen und so weiter unterbauen. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Schaffen das auch mit den Lapis Lazuli, was wir auch zu Hause noch haben. Wäre natürlich ultra genial. Ja, und wer sich noch daran erinnert, ich hatte ja damals im Vanilla Minecraft
Server auch eine Polizeistation gebaut und das hier kommt dem sehr nah. Damals waren wir halt noch auf Wolle fixiert.